Es geht um insgesamt 200.000 Euro im Internet und hier im Fernsehen. Und Sie können dabei sein und mitspielen und sich Ihren Anteil am Preisgeldkuchen holen. Und ins Finale wollen an diesem Freitag diese drei Kandidaten. Ja, hallo, also ich bin Michael und ich komme aus Meißen. Mein Name ist Hack Günther, ich komme aus Ludwigshafen. Ich bin der Bernd, ich komme aus Bernburg im wunderschönen Sachsen-Anhalt. Ja, ich werde die Sache erstmal ganz ruhig beobachten, wie die anderen Gegenspieler so sind und dann werden wir sehen. Wir werden uns schon einig werden. Ich werde das mit Sicherheit am Tisch entwickeln, werde versuchen, psychisch und psychologisch auf die Gegenspieler einzuwirken, um zu sehen, inwieweit die Spielstärke dahingehend sich entwickeln wird. Ich lasse das alles auf mich drauf zukommen. Also ich habe da null Erfahrungswerte und ich gucke, was ich für ein Blatt bekomme und danach spiele ich. Also ich habe da keine Strategie. Und das scheint mir eine relativ vernünftige Herangehensweise zu sein. Herzlich willkommen nochmal, mein Name ist Andreas Heinzgen und wie immer bin ich nicht allein. Bei mir ist vom Deutschen Skatverband unser Experte Wolfgang Schutsch. Grüß dich, Wolfgang. Guten Tag, Andreas. So, dann wollen wir uns doch mal anschauen, was unsere drei Kandidaten an Blättern bekommen haben in dieser letzten TV-Qualifikation für das große Skat-Masters-Finale, das am nächsten Wochenende in Berlin stattfinden wird. Und ja, Wolfgang, sag was dazu. Ich sehe da jetzt nichts Herausragendes. Also Bernd, nee, herausragend ist hier gar nichts. Das ist richtig. Aber Bernd sagt völlig richtig 18. Er hat 5-mal Trumpf in Pik und in der Beikarte 2 Asse. Dass dieser Skat Herz 7, Karo 7 nicht besonders berauschend ist, sehen wir jetzt schon zumindest an seinem Blick. Wird die beiden Karo-Karten drücken und Pik spielen. Günther, du kommst raus. Und diesmal sagt es Melanie auch an, wenn du dich erinnerst. Ja, in der letzten Sendung, letzte Woche, hatten wir gleich Irritationen am Tisch. Günther, der jetzt rausgekommen ist, der Mann in dem roten Hemd mit dem Musketierbärtchen, ist 56, kommt aus Ludwigshafen, ist Logistikmeister und spielt seit 2 Jahren Online-Skat. Und seine Hobbys sind Fußball, Poker, Rommé und Skat. Und er war schon mal qualifiziert für das Skat-Masters-Finale. Möglicherweise haben sie ihn da gesehen. Insbesondere mit seinem Bart ist er ja doch eine recht auffällige Erscheinung. Bernd, der das Spiel jetzt hier macht, kommt aus Bernburg an der Saale. Das ist ein Nachbarort der Skatstadt Altenburg, Wolfgang. Da sitzt auch das Deutsche Skatgericht, ne? Da sitzt nicht nur das Deutsche Skatgericht, sondern der komplette DSKV mit seiner Geschäftsstelle und allem drum und dran. Und unser schöner Skatbrunnen, der dort steht. Aber jetzt wird's interessant. Günther spielt den 7. Kreuz und zwingt jetzt Bernd zu einer Aktion. Und er sticht. Ich glaube, es wäre besser gewesen, Herz 7 wegzuwerfen, denn Michael hat zwar jetzt Karo Dame dazugegeben, aber er ist in Zugzwang, hat sich die Trümpfe schlecht gestellt. Bernd ist jetzt in Zugzwang. Bernd ist in Zugzwang, ja. Pik 8, Pik 9 und schon ist er wieder in Mittelhand, der Alleinspieler. Herz Dame, klasse aufgemacht, also er musste jetzt irgendeine Karte klären. Und spielt Michael zufälligerweise die Herz 10 hoch. Und Bernd weiß jetzt nicht, was er machen soll. Herz 10 hoch heißt, das Herz Ass ist raus und damit ist die 10 die höchste Karte der Farbe, die noch im Spiel ist. Ja. Und jetzt hofft Bernd darauf, dass die Trümpfe verteilt stehen und tatsächlich. Und nun kommt ein. Oh, das ist ein giftiger Zug. Karo 10 von Michael. Natürlich giftig für den Bernd. Er bringt jetzt tatsächlich 60 Augen ein und verliert dieses Spiel. Michael wusste. Bei Bernd stehen noch 2 Herz oder die 2 Karo und schont auch noch dieses Auge in Karo, Karo Ass und bringt damit den Gegenspielern das Spiel nach Hause. Klasse. Hier deutet sich großes Skatspiel an. Ja, schauen wir mal. Michael übrigens ist zwar noch sehr jung, 22 erst, aber er spielt bereits seit 17 Jahren Skat und hat uns verraten, dass er in seiner Familie auch sehr viel Skat spielt und dass man dort noch mit den altdeutschen Karten spielt. Also vielleicht, Wolfgang, erklärst du uns nochmal, wie die Blätter da heißen? Kreuz ist Eichel, Pik grün, Herz rot und Karo Schellen. Und dann gibt es auch noch die Benennungen für die Buben, die Asse. Die Buben sind die Wenzel, die Asse, ein Ass ist das Daus.
Ei, daher kommt der Spruch Ei der Daus. Ei der Daus. Aha, wieder was gelernt. So, Michael hat das Spiel an sich genommen. Schellen, Karo. Da haben wir es gerade gehört, Schellen, Karo. Könnte aber mit dem Blatt, oder hätte mit dem Blatt eigentlich auch Null spielen können, oder? Ja, hätte er. Aber der Null ist nicht so aussichtsreich wie dieser Karo ohne Fünfen. Wobei natürlich das ungünstig gegen ihn steht, denn Günther hat 4 Trümpfe auf der Hand und Bernd nur 2. Es ist also ungleich verteilt. Schauen wir mal, was da passiert. Wir lassen uns wirklich überraschen, wie jetzt hier die Gegenspieler agieren. Und schon ist der Michael wieder in Mittelhand. Bernd hat das Ausspiel. Beobachten Sie mal Michael, liebe Zuschauer. Sie haben es gerade vielleicht gesehen, wie seine Kaumuskulatur arbeitet. Der ist voll versenkt in das Spiel, hochkonzentriert. Ja, wenn man gewissermaßen mit Skat aufgewachsen ist, und das ist ja bei ihm anscheinend der Fall, wenn er mit 5 Jahren angefangen hat, dann prägt sich so etwas natürlich ein. Und nun passiert. Michael wieder in Mittelhand, Bernd zieht Pik 10, sichert diese Karte erstmal. So, gucken wir mal, was er noch hat. Der Kumpel. Und er hatte Sorge um das Kreuz Ass. Sollte er jetzt die 9 spielen, um dann gewissermaßen zu schneiden? Oder nein, wird auch nicht funktionieren. Es ist sehr schwierig, wie er hier zu agieren hat. Keine Chance. Immer noch vermutlich, man kann sagen, wer Kreuz Ass und 10 bekommt, gewinnt diese Runde. Und Michael hofft, dass die Karo Trümpfe, also die Buben 1-1 stehen. Aber das ist Pech für ihn. Günther zieht die Trümpfe ab. Und zwar genüsslich. Und hat Rest. Und damit verliert Michael dieses Spiel und damit auch, schauen wir gleich mal, wie viele Punkte das sind, die da verloren gehen. 140. Das ist ordentlich, das ist bitter, das tut weh. Selbst wenn ich grün nochmal anziehe, schmeißt du bloß weg. Ja, schmeißt weg. Wir springen in Spiel Nummer 7. Der Mann übrigens, den Sie jetzt im Bild sehen, Bernd aus Bernburg an der Saale, hat gesagt, was er mit dem Preisgeld machen will. Verrät er erst, wenn er es gewinnt, hat dann aber in Klammern geschrieben, sowas machen nur Männer. Jetzt weiß ich nicht, ob er diese Geheimniskrämerei meint oder das, was er mit dem Preisgeld machen will. Denken Sie sich selbst was dazu aus, liebe Zuschauer, ich sag dazu gar nichts. So, jetzt gibt Günther mir Rätsel auf. Er geht bis 23 mit dem Blatt. Er kann doch unmöglich mit diesem Blatt Null spielen wollen, oder? Nein. Also er hat tatsächlich wohl eine Reizstufe zu viel gesagt oder hat unterwegs jetzt doch den Mut verloren. Kreuz. Sich vielleicht hat er pikant an. Ja, und dann, wenn Michael Null reizt, kann ich pikant spielen. Dann hätte Michael gepasst, aber nein, er sagt ja nur 24. Mhm. Hat Pech mit der Findung. Jetzt hat er im Prinzip 6-mal Herz, glücklicherweise mit dem Ass, und 5-mal Trumpf in Kreuz. Und wieder das Pech, dass Günther trumpfstark ist. Hat zwar eben Kreuz Ass schon rausgenommen. Eigentlich ein Spiel, das kaum zu verlieren ist. Wenn man 6 Trümpfe hat und dann nur eine weitere Farbe daneben, dann ist es eigentlich ein Spiel, das kaum verloren werden kann, oder? Ja, aber nur hat er nur 5 Trümpfe. Er hatte nur 5, konnte ja die Herzkarte nicht spielen, weil 24 gereizt ist. Und er steht jetzt bei 24. Wäre denn ein grauner Alternative gewesen? Auch sehr schwierig zu sagen, was dann zu drücken ist, wie der Spielverlauf wäre. Aber der Kreuz war eigentlich sehr aussichtsreich. Und jetzt hat er auch tatsächlich die Wahl gehabt, spiele ich jetzt Trumpf und bekomme die Herzkarte. Mich nicht. Er hatte keine Informationen, was jetzt hier zu spielen ist. Und macht leider genau das Falsche. Indem er Herz Ass zieht, spielt jetzt zurück und kann nur noch gewinnen, wenn die Trümpfe 1-1 stehen. Aber das ist nicht der Fall, das weiß er auch. Günther zieht von oben, Pik Boom, und er bleibt bei 57 stehen. Und Michael verliert das Spiel und damit 98 Punkte. Bitte eigentlich. Ja, er hat wirklich Pech mit diesem, zweimal jetzt mit ihrem Kartenstand schon gehabt. Tutto caputo. Karo frei. Nimmst du mal mein Spiel weg. Gleich geht's spannend weiter mit den Skatmasters. Präsentiert von GameDuell.de. Echte Gegner, echte Gewinne.
Willkommen zurück bei den Skatmasters beim 12. und letzten Qualifikationsturnier, TV-Qualifikationsturnier für das große Finale in Berlin. Wir machen einen großen Sprung. Wir haben zuletzt Spiel Nummer 7 gesehen und springen jetzt ins Spiel Nummer 14. Am Punktestand werden Sie gleich erkennen können, dass Günther bislang noch kein eigenes Spiel gemacht hat in den ersten 13 Spielen. Bernd ist schon ein Stückchen davongezogen, aber es ist ja noch nicht mal Halbzeit. Insofern ist da noch alles drin. Du bist weg, Bernd? Ich bin weg. Also Günther hat hier dreimal die Gutschrift für ein verlorenes Spiel der Gegner erhalten. Das sollten wir nochmal erklären, Wolfgang. Hier wird nach Turnierregeln gespielt und da wird nicht nur der reine Zählwert gerechnet, sondern... Nein, auch wenn der Spieler ein Spiel gewinnt, plus 50 Punkte, verliert er allerdings eins, minus 50 Punkte für sich selbst. Und die Gegner erhalten auch noch als Gutschrift, wie hier am Dreiertisch, 40 Punkte. Und diese Gutschrift hat Günther dreimal bekommen, daher die 120. Spielt also jetzt im Spiel Nummer 14 zum ersten Mal selbst. Und hat eigentlich ein starkes Blatt. Vier Asse und zwei Zehnen. Nur die theoretische Überlegung, von den Assen die Zehnen drücken oder die Asse. Ass 10. Und jeder bedient. Dann hat er dieses Spiel gewonnen. Aber wie wir sehen, ist Michael blank auf dem Kreuz, und Bernd ist blank auf dem Pik und insofern wird das so nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Ist natürlich ärgerlich, wenn man dann zum ersten Mal spielt nach so langer Zeit und dann bekommt man das Ding vermutlich, wenn nicht ein Wunder geschieht, um die Ohren geschlagen. Und eine starke Karte noch dazu. Ja. Und noch ein Stück Holz dazu. Noch. Aber andererseits, ist das nicht doch schon ein bisschen zocken, zu hoffen, dass da keiner auf einer Karte, auf einer Farbe blank ist? Nein. Das ist mit Sicherheit nicht so, denn hier wurde von den Gegnern noch nicht mal 18 geboten. Also er kann auch nicht davon ausgehen, dass irgendwo eine Farbe lang steht. Das ist tatsächlich Pech. Wir sagen ja immer wieder, Skat ist kein Glücksspiel, es ist ein Denksport, aber ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Natürlich, gerade in einem Spiel, immer wieder so punktuell abgefasst, ist es Glück. Aber auf die lange Sicht hin entscheidet tatsächlich nur die Konzentration, der Spielwitz und eben tatsächlich das Können. Na mal schauen, vielleicht bewahrheitet sich das ja auch im Laufe dieses TV-Qualifikationsturniers. Auf lange Sicht würdest du sagen, wird der bessere Spieler immer gewinnen? Immer. Eindeutig. Na und nun Günther sieht, dass da ist nichts mehr zu holen. Zweiter Ass wird abgestochen, Pik Ass, der sagt vorbei, nehmt alles hin. So nehmt's denn hin. Nehmt mir alles. Kann ihm schon fast leid tun. Ja, Günther sagt es ganz richtig. Jeder sticht mir eine Farbe weg und das war dann das Problem. Spiel 15 haben wir übersprungen. Das ging an Michael, der zwar übrigens seit 17 Jahren bereits Skat spielt, seit seinem 5. Lebensjahr, aber erst seit 2 Wochen online Skat und schon hat er sich hier für die TV-Qualifikation qualifiziert. Also Sie sehen, da ist einiges möglich. Wenn Sie es auch mal probieren möchten, gehen Sie online unter skatmasters.de und spielen Sie mit um wertvolle Geldpreise. So, wir schauen uns mal die Karten an. Das ist alles nicht so zwingend, Wolfgang, oder? Nein, aber Michael ist nach wie vor offensiv. Lässt sich vom bisherigen Spielverlauf überhaupt nicht beirren. Hält 18, beziehungsweise sagt 18. Er hat dich gehört. Du hast gesagt, auf lange Sicht gewinnt der bessere Spieler. Und wenn er sich für den hält, dann muss er sich auch nicht beirren lassen, dadurch, dass er anfangs zurückgelegen hat. Also so vom Bauchgefühl her möchte ich meinen, er ist der stärkste Spieler hier am Tisch. Drückt auch völlig richtig Kreuz 7 und Kreuz 9, spielt Karo. Besteht nicht die Gefahr, die Pik 10 zu verlieren, wenn er Kreuz 7, Kreuz 9 drückt? Ja, aber nun gibt es viel dazu zu sagen. In Kreuz würde er 28 Augen abgeben. Das kann ihm natürlich in Pik jetzt genauso passieren. Aber er hat die Möglichkeit, auch Pik 10 nach Hause zu bekommen, einen Stich dort drauf zu machen. Und da spekuliert er natürlich auch drauf. Aber er hat wieder Pech. 4 Trümpfe stehen dagegen, diesmal mal bei Bernd. Aber das Spiel ist tatsächlich hochspannend. Hier entscheidet jetzt jede Karte. Und Bernd hatte ja kurz vorher den Herzkönig gebracht, seine blanke Karte, und bringt Michael damit ans Spiel. Da ist es wieder das Ausspiel, das du hast. Ne? Blanke Karten und ausspielen, den eigenen Partner damit in Schwierigkeiten Günther bringen. Günther geht darauf ein, bringt Herz Dame und Bernd versticht sich mit der Karo Lusche, mit der Karo 9, 0 Zehrwert, und erhält auch nur Herz 8. Mhm. Und müsste jetzt theoretisch wieder stechen und bekommt die 10. Und hat damit aber den Michael stark gespielt. Denn die restlichen, dieser geht jetzt noch an Günther und die restlichen beiden sind Michael. Dann sind und über er bekommt beide volle. 20 Punkte drin. Er ist über 60. Er zählt sogar mit. Ja.
69, das war aber. Du hast wieder ganz Trumpf dagegen, Mensch. Was? Das ist ja nicht normal. Ja, das hast gleich gezogen, bringt doch die Damen. Also jedes Mal steht vier Trümpfe dagegen. Jedes Mal stehen vier Trümpfe dagegen, stellt Michael gerade fest. Aber er hat es ja gewonnen, insofern muss er sich eigentlich gar nicht beklagen. Wir überspringen wieder ein Spiel und sind jetzt in Spiel Nummer 18. Weg. Und Wolfgang, nichts Zwingendes auf der Hand bei nicht irgendjemandem zwingendes. Wieder. Melanie gibt derzeit nicht gut, muss man ihr mal wirklich vorwerfen. Bernd und Günther haben gepasst. Michael überlegt jetzt sehr lange. Und er sitzt in Vorhand, der Michael, und überlegt, was kann ich jetzt finden? Wie könnte ich mein Blatt überhaupt verbessern? Er muss ja angreifen, er will an Bernd rankommen, der ist fast 400 Punkte vor ihm. Und er wagt es, sagt 18, wird natürlich mit dem Kreuzbuben belohnt. Richtig belohnt, ja. Die Karo 7, die kann er gleich wieder hinlegen, denke ich mal. Kreuz. Drückt dazu Pik 10 und spielt Kreuz in Vorhand. Aussichtsreich die Karte. Aber wie er den Trumpfstand bisher hier erlebt hat, ist es nicht zwingend gewonnen. In diesem Fall allerdings hat er Glück, die Trümpfe sind 3-2 verteilt bei Günther und Bernd. Ja, aber nun muss er über die Beikarte das Spiel gewinnen. Die ist nicht so gewaltig. Und wird gleich Pik 7 billig los auf Karo 9. Und nun hat Günther ein Problem. Er muss irgendeine Karte ausspielen. Karo 10 ist ihm doch ein bisschen viel. Herz Ass blank zu spielen, nicht unbedingt gut. Eventuell die Pik-Karte. Mal sehen, wofür er sich entscheidet. Wir wissen, Michael hat keinen Pik. Und wir wissen, dass Herz Ass würde durchkommen. Aber das weiß Günther natürlich nicht. Ja, aber damit spielt er dann im Bedarfsfall den Gegenspieler oder den Alleinspieler stark. Wie es hier auch wäre. Also wenn er jetzt Herz Ass dessen 10 dann plötzlich die höchste in der Farbe Herz ist. Jetzt kommt Pik König. Und weg sind sie. Pik Ass, das ist nicht schlimm. Nichts passiert, sagt er auch. Ja, und jetzt fordert er die restlichen Trümpfe und merkt, Gott sei Dank, diesmal stehen sie wenigstens vernünftig und muss mit Herz antreten. Ist natürlich günstig für ihn, dass das Ass jetzt blank steht. Und nun sind wir wieder an dem Punkt angekommen. Glück und Pech heben sich irgendwann auf. Es wäre vielleicht noch dünn geworden für ihn, wäre Herz Ass jetzt nicht blank. Aber jetzt ist dieses sogenannte Glück mal auf seiner Seite. Und der bringt das Spiel dann doch recht sicher nach Hause. Ein guter Spieler, der Michael, das muss man sagen. Klasse. Wirklich gut. Und wenn unser Experte schon beeindruckt ist, dann will das weiß Gott was heißen. Alte Loch drin, hätte ich gar nicht gehabt. Alte und Schellen, das habe ich leider nicht. Der Alte und Schellen lagen im Skat, sagt Michael, also der Kreuzbube und eine Karo-Karte. Wir haben die Halbzeit erreicht, Zeit für die Zwischenbilanz der Kandidaten. Ja, ich habe leider 2 verloren, das, naja, schwamm drüber. Oh, das eine war unglücklich verloren, das andere muss man ja unbedingt reizen. Aber jetzt geht es wieder bergauf. Klar will ich gewinnen, aber auf Krampf spielen bringt nichts, hat man ja gerade gesehen. Was zum Spielverlauf betrifft, ich konnte mich nicht wehren. Ich gönne es den beiden anderen. Ich werde wahrscheinlich keine Chance jetzt mehr haben, aber ich werde versuchen, voll anzugreifen. Beim Skat ist alles möglich. Es hat schon Unmögliches gegeben. Warten wir es mal ab. Ich dachte ja, ich habe ein Handicap. Das ist die junge Frau am Tisch. Und die habe ich natürlich dementsprechend dann gut zugeredet, dass sie mir ein gutes Blatt gibt. Das Glück. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt wieder dran, mal ein paar Spiele zu bekommen, weil die letzten 10 habe ich wohl keins gehabt. Und schauen wir mal, was passiert. Gleich geht's spannend weiter mit den Skatmasters. Präsentiert von GameDuell.de. Echte Gegner, echte Gewinne. Willkommen zurück beim 12. und letzten TV-Qualifikationsturnier für das Skatmasters-Finale in Berlin. Wir haben die Halbzeit hinter uns gelassen, 18 Spiele sind bereits absolviert und wir springen direkt ins nächste. Das heißt, wir springen nicht, wir schreiten, denn es ist das 19. Im Bild sehen Sie Bernd, 44, aus Bernburg an der Saale, der eigentlich Skat mit der Muttermilch aufgesogen haben müsste, denn Bernburg an der Saale ist ein Nachbarort von Altenburg, der deutschen Skatstadt. Im Übrigen sitzen hier am Tisch gesammelt fast 80 Jahre Skaterfahrung bei diesen drei Herren. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Michael spielt Herz. Wolfgang, das darf man mutig nennen, oder? Wieder mit einem sehr dünnen Blatt hält er oder sagt hier die 18. Und mal sehen, ob er belohnt wird. Die Trümpfe stehen zwar 3-3, aber die Beikarte
Du weißt, liegt mir manchmal so ein bisschen im Magen. Wenn ich was gelernt habe im Laufe unserer gemeinsamen Zeit hier im Studio, dann das mit der Beikarte, das immerhin. Vielleicht hätte hier Günther eben tatsächlich nur die Herz 8 auf die Herz 7 geben sollen. Dann wäre Bernd schon mit der 9 am Spiel. Aber so war er gezwungen, den Pikboom rauszunehmen, um den Michael als Spieler in Mittelhand zu bringen. Jetzt sticht Günther ein. Ja, habe ich nicht verstanden. Forderte schon dieses Einstechen. Ich glaube nicht, dass es gut war, denn er muss jetzt eine Farbe öffnen. Und das Erstaunliche ist, er weiß offensichtlich selbst nicht, was er jetzt macht. Ich meine, wenn ich einsteche an so einer Stelle, wo ich bequem was abwerfen könnte, dann habe ich doch zumindest einen Plan, oder? Dann muss ich mir diesen Plan schon zurechtgelegt haben. Aber hier scheinbar nicht. Günther öffnet nun noch Karo König. Karo Ass geht raus. Und die Kreuz 10 von Michael ist immer noch gefährdet. Also Günther kann sie ihm rausschneiden. Aber er weiß jetzt schon, der Michael, ich habe 52 eingebracht. Ein Trumpfstich ist noch abzugeben. Herz Dame gespielt, Kreuz Bube rausgenommen. Und mit Herz 10 gewinnt er dieses Spiel. Egal, ob die Gegner Kreuz 10 bekommen oder nicht, dieses Spiel ist entschieden für ihn. Bei Michael habe ich den Eindruck, er spielt Skat wie Schach. Eindeutig. Das ist, glaube ich, jemand, bei dem man hinterher sagen könnte, wie genau ist das Spiel abgelaufen und er könnte jeden einzelnen Stich genau wieder nachlegen. Eindeutig. Er dreht die Karten im Kopf um, packt sie weg in die entsprechenden Schubladen, zählt mit. Also der Junge, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, ist wirklich großartig. Ist das auch eine Talentfrage oder ist das einfach Übung? Talent, Übung, ja, das ist schon alles. Ja, das sagst du so. Das ist alles. Nur Talent und Übung und schon ist man ein erstklassiger Skatspieler, wenn es weiter nichts ist. So, schauen wir mal. Genauso läuft's wie prognostiziert von Wolfgang. Konnte eigentlich auch gar nicht anders laufen. 65 Punkte. Ein sehr riskantes Herzspiel, gut nach Hause gebracht von Michael. Sehr, sehr gute Arbeit. Wir überspringen 4 Begegnungen, die Spiele 20 bis 23 und sind jetzt bei der Nummer 24 demzufolge. Bernd hat eben Wolfgang in unserer Halbzeitbilanz so ein bisschen der Glücksgöttin Fortuna in Gestalt unserer Kartengeberin Melanie die Schuld gegeben, wobei er jetzt recht ganz gut vorne liegt. Ist dem tatsächlich so? Mit Sicherheit nicht. Er steht wirklich stark da mit 657, mit den starken Spielen, die er hatte. Und man vergleicht dann die schwachen Spiele von Günther. Eins hat er auch verloren. Und wie Michael hier kämpft, das hat mit Glück schon nichts mehr zu tun. Und jetzt, man sieht es auch, Bernd hat rein. 3 Buben auf der Hand und sagt Bernd, nichts. Ne? Sagt nicht der mal Bernd 18. Muss auf sicher 18 sagen. Worauf er hier noch wartet, ist mir ein völliges Rätsel. So, Michael spielt Pik mit 4 Trümpfen lediglich und hat 4 Trümpfe bei Bernd gegen sich. Drückt 13 Augen. Nun, wenn man selber 4 Trümpfe hat, müssen sich die anderen 7 irgendwie aufteilen. Mhm. Und die beste Variante ist tatsächlich 4-3. Also hier ist die Trumpfverteilung auf seiner Seite. Aber er muss irgendwoher richtig kräftige Augen kriegen. Herz Ass oder Kreuz 10, Karo 10. Über diese Karten wird sich das Spiel entscheiden. Kreuz 10 ist nun schon weg. Die kann Günther hinten rausnehmen. Und soll, warum er sich hier Zeit lässt, weiß ich nicht. Sollte jetzt Kreuz 9 nachspielen. Also jedenfalls ein sehr, sehr riskantes Spiel von Michael. Was sollte er machen? Er hatte ja nun 18 gesagt. Er hat keine andere Wahl. Und er muss natürlich auch angreifen. Wenn er an Bernd rankommen möchte, muss er angreifen. Bringt jetzt wieder Trumpf, um zu hoffen, irgendwann müssen mal die Herzvollen auf den Tisch kommen. Oder ich kann auf Karo schneiden. Das heißt also, 2 kleine Karo-Karten mit dem König mitnehmen, Karo Ass nachspielen und Karo 10 bekommen. Da kommen jetzt die Herzen. Aber das. Und wirft er Karo 7 ab. Bis hinten, Günther kann jetzt Herz Ass rausnehmen und gleich wieder Herz zurückspielen. Dann ist der Alleinspieler Michael wieder in Mittelhand. Herz hinterher und Michael. Und nun kommt die Karo-Karte. Spielt dem Bernd Karo 10 blank, Karo König, Karo Ass. Da haben wir das Stechen, genau. Er kann wunderbar mit dem König die Karten übernehmen. Hätte jetzt auch das, will nochmal Trümpfe sichern anscheinend, hätte er jetzt aber auch das genau, Karo Ass spielen können. Fallen die Trümpfe 1-1. Da kommt's, wunderbar. Hat er den Rest für sich? Passiert nicht. Er bekommt die Pik-Dame nach Hause. Er bekommt immer Augen jetzt. Wirft Bernd ab. Hat er 67. Aber er sticht. Und bekommt auch 67. Großartig gespielt, oder? Super. Also hier natürlich profitiert von Ausspiel von Günther.
Wir machen wieder einen Sprung, überspringen wieder vier Spiele, sind in Spiel Nummer 29. 18. Und Sie werden gleich sehen, bei Günther ist gar nichts passiert in den letzten vier Spielen. Der steht immer noch bei minus 8 Punkten. Michael und Bernd haben sich das ein bisschen aufgeteilt. Der Abstand aber immer noch recht ordentlich, den Bernd vor Michael hat. Günther, das kann man jetzt schon sagen, wird da nichts mehr reißen können. Das wird er wohl kaum noch aufholen. Theoretisch könnte er natürlich, rein rechnerisch könnte er, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch sehr gering. Und Michael versucht es wieder. Er versucht es mit aller Kraft. Er greift an, hat natürlich vier Asse auf der Hand und eine 10 und wird dann noch belohnt, indem er einen Buben findet. Aber auch das ist natürlich ein riskanter Grand. Mit Sicherheit. Aber Michael wird das Kind schon schaukeln. Vier Asse, eine 10. Es wird immer schlimmer mit dem Grand. Und er müsste alle fünf volle durchkriegen, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber einmal wird abgestochen. Herz 10 vermutlich. So, Aufspiel. Pik 7, Pik Ass. Zu mir. Wirklich spannend. Michael wird sich sagen, schade, dass nicht Herz kam. Dann hätte ich im Gegenzug Karo Buben bringen können, aber so wurde ein kurzes Ass getroffen. Jetzt die 10 verloren. Herz 10 ist weg. Pik 10, Pik Dame. 8 dazu von ihm. Und nun ist Günther am Zug. Und jetzt hat Michael ein Problem. Er hat 30 eingebracht bisher. Jetzt könnte er schneiden, das heißt, er bleibt drunter mit der Karo 9, in der Hoffnung, Karo 10 zu kriegen. Oder er könnte das Ass sichern und damit 14 Punkte sichern. Dann hat er 44. Mit Kreuz Ass wären es 55, wenn nicht die Dame oder die 10 fallen. Herz Dame ist auch noch unten drunter. Auf Nummer sicher. Und nun gucken wir uns mal seinen Plan an. Jetzt könnte das Ass kommen. Nein, kommt nicht. Hier kommt der Bube. Jetzt spielt der Karo Bube. Und nun hat er die Hoffnung, Kreuz 10 zu bekommen. Und es gelingt ihm durch Zufall. Tatsächlich wäre jetzt hier die Kartenverteilung umgekehrt. Bernd würde weiterkommen mit Kreuz Buben, wäre Michael in der ungünstigen Mittelhandposition. Aber Günther kann jetzt drehen und wenden, was er will. Von hinten, Michael wird Kreuz 10 bekommen. Bernd kommt nicht mehr ans Spiel. Und Günther bleibt in der Vorhand. Michael kann sich ganz bequem anschauen, was Günther ausspielt. Spielt und Michael zittert zwar immer noch, mal sehen, wie es geht. Aber er bekommt's. Spätestens jetzt weiß er's. Genau, mit der 7 und das Ass hinterher, dann fällt die 10. Und damit hat er seine Punkte, die er braucht, um dieses unglaublich riskante Spiel zu gewinnen. Wirklich gut. Und Bernd sagt, hätte, wollte, könnte. Wäre es anders gewesen, dann wäre es anders ausgegangen. Aber Sie wissen ja, hätte der Hund nicht, dann hätte er einen Hasen gefangen. Wir machen gleich weiter mit Spiel Nummer 30. Michael schaut ein wenig skeptisch rein. Günther passt mal wieder. Dem fehlt heute offenbar gänzlich das Kartenglück. Ja, in der Tat, da kann man nicht viel mitmachen mit den Karten, die er da hat. Michael hat drei Buben, zwei Asse, eine dazu passende 10, eine zweite 10 und findet jetzt noch den vierten Buben im Skat. Und jetzt wird er tatsächlich... Das ist dann auch mal das Glück des Tüchtigen, ne, Wolfgang? Das wird jetzt belohnt. So wie er diese Runde hier wirklich gearbeitet hat, gekämpft, jede Chance zu nutzen, die sich ihm bietet, bekommt er jetzt dieses schöne Punktespiel einen Rang mit 4. Und wir schauen mal, 141 Punkte liegt Bernd vorne. Und 131 Punkte. Ja, und wenn Michael wird dieses Spiel gewinnen. 141, ich habe mich verrechnet. 141, Michael gewinnt mit 4 mal 5, Spiel 5 mal Grand sind 120 Punkte, plus 50 sind 170, die er gewinnt. Und damit wird er aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt an Bernd vorbeiziehen, wenn nicht irgendetwas passiert, das auf keinen Fall vorhersehbar hier muss ist mit dem Wunder derzeitigen passieren. Kartenstand. Bernd hat eben geschnitten, spielte auf Pik 10. Dann ist es allerdings inkonsequent, jetzt Pik Ass nachzuspielen. Er hätte die Farbe wechseln müssen. Wenn Michael Pik 10 führt, wäre er nachher mit der Lusche unter der Pik Dame geblieben und hätte dann, wenn Michael, wir sind wieder beim Konjunktiv, Pik 10 nicht gedrückt hätte, diese bekommen. Er bringt das Spiel locker nach Hause. Der völlig Rest in Ordnung. Ist seins. Und Bernd kann es nicht fassen. Du führst, Michael. Gleich geht's spannend weiter mit den Skatmasters. Präsentiert von GameDuell.de. Echte Gegner, echte Gewinne. Willkommen zurück bei den Skatmasters beim 12. TV-Qualifikationsturnier für das große Finale in Berlin.
Wir schließen nahtlos da an, wo wir aufgehört haben, nämlich am Übergang von Spiel 30 zu Spiel 31. Sie haben also nichts verpasst und wir schauen mal, was die Kartengeberin Melanie diesmal ausgegeben hat. Günther hat 3 Buben auf der Hand, aber wenig Beiblatt. Aber sagt nicht mal 18 mit 3 Buben. Ich meine, gut, er kann nichts mehr gewinnen, er kann aber auch nichts mehr verlieren. Also zumindest den Spaß mal alleine zu spielen könnte er sich gönnen, oder? Ja, und zumindest hier den Gegner vor Spielverlust zu bewahren. Er kann hier nichts mehr machen an dieser Runde. Die Gegner haben über 900 Punkte Vorsprung, alle beide. Und nun ist er eigentlich hier so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Das ist natürlich bitter für Michael. Er spielt Karo mit 6 Trümpfen und hat 5 Trümpfe bei Günther gegen sich. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also dieses Spiel ist ungewinnbar für den Michael. Zumal die 5 Trümpfe, wenn es niedrige Trümpfe wären, dann wäre es machbar noch. Aber da 3 Buben bei den 5 Trümpfen sitzen bei Günther. Abstich, Kreuz, Ass. Pik, Dame. Er wird also auch noch nicht mal Pik Ass nach Hause kriegen. Und Sie sehen es wieder an seiner Kaumuskulatur, wie es in Michael arbeitet, wie konzentriert er ist. Er weiß natürlich, dass es dieses Spiel kaum noch zu gewinnen ist, denn er hat ja gemerkt, dass Bernd keinen Trumpf hat, weiß also, dass alle anderen Trümpfe bei Günther liegen, weiß, welche Trümpfe bei Günther liegen und weiß demzufolge auch, das wird echt schwer. Ja, und er kämpft tatsächlich auch hier noch, um aus dem Schneider rauszukommen. Also 31 Augen zu erhalten. Oder er hofft vielleicht auch noch darauf, dass die Gegner einen Fehler machen. Nicht bedienen oder falsch ausspielen. Aber nun ist es rum. 61 haben die Gegner, aber Michael ist noch im Schneider. Ja, aber er weiß andersrum auch wieder, dass er die 31 erreicht. Jetzt hat er sie erreicht. Und damit den Schaden minimiert. Aber schade ist es natürlich trotzdem. 2 verlorene, 4 mal Karo sind 36, 86 Punkte verliert er wieder. Und damit ist Bernd wieder an der Spitze. Es bleibt spannend. Amen. Amen. Und Halleluja. Direkt weiter mit Spiel Nummer 32. Michael, dem kann man eigentlich schon gar nicht die Emotionen ablesen, aber diesmal hat er wirklich nichts. Bernd hingegen hat eigentlich ein ganz schönes Grandblatt. Schöner Grand. Und auch Günther könnte, wenn er wollte, spielen, aber dass er nicht mehr spielen will, das hat er jetzt, glaube ich, unter Beweis gestellt. Das haben wir schon mehrfach jetzt festgestellt. Und Bernd, wenn er jetzt reingeht, kann die Pik 10 drücken, unverlierbarer Gang. Macht ihr das? Aber noch nicht mal das Spiel hat er bis jetzt. Und überlegt. Was überlegt er jetzt? Er wird doch wohl nicht Hand spielen. Er überlegt einen Grand Hand. Er macht einen Grand Hand. Tatsächlich. Oh, naja. Mutig, warum? Mutig. Ja, aber unnötig. Er liegt mit fast 100 Punkten vorne. Also jetzt nur mit Gewalt, anstatt ein sicheres Spiel nach Hause zu bringen, es mit Gewalt zu versuchen. Ja, aber das Spiel ist sicher. So, ne, guck mal. Also passiert jetzt schon, dass die Buben nicht 1-1 stehen. Da spielt Karo Ass. Herz 8 weg. Und nun kommt von hinten Karo Dame. Jetzt spielt er Karo 10 und Michael wird überlegen. Und er macht's tatsächlich. Herz 10. Er weiß, Karo König, Dame sind weg. Vielleicht hat mein Partner einen Boom und er hat ihn. Und damit sind 22 Augen eingebracht. Günther kann Herz Ass aufmachen. Bernd muss schon stechen. Spielt jetzt Karo runter, wird aber dadurch natürlich nicht viel einfahren können an Punkten. Da sind's 3. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ui, ui. Sieht nicht gut aus für ihn. Vielleicht hätte er auch auf das Herz Ass Pik 10 wegwerfen sollen oder können. Wieder 4 Punkte, 49. Das Ass bekommt er noch durch. Das sind 60. Und aber 0 das Augen im Skat. 0 aber Augen im Skat. Das weiß er nicht. Nein. Er hat Hand gespielt. Vielleicht hat er darauf spekuliert, dass da wenigstens noch eine Dame drin liegt. Und er damit dann aber selbst verspielt. Über die 60 kommt. 60. Und Michael freut sich. Skat live. Und er schaut nochmal nach, er kann es nicht glauben, dass tatsächlich 0 Punkte im Skat liegen. Und wir überspringen wieder 2 Spiele, sind jetzt in Spiel Nummer 35, dem vorletzten, denn es ist natürlich eine 36er Serie, eine richtige Turnierserie. Und Bernd liegt jetzt hinten um rund 140 Punkte und er muss angreifen und er hat, weiß Gott, nicht die Karten, um anzugreifen. Nein. Zwischendurch hatte Günther gespielt. 2-mal sogar gewonnen. 2-mal. Und Bernd
muss jetzt mit dem klarkommen, was er vorher angerichtet hat. Und zwar seinen eigenen Gang Hand verloren. Michael guckt sich die Geschichte jetzt von hinten an. Oh, der Bernd muss spielen. Und hat zwei starke Buben dagegen, Kreuz und Pik Buben. Lass uns noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Hätte Bernd diesen Grauen denn gewonnen, wenn er ihn nicht handgespielt hätte? Eindeutig. Die Pik 10 zu drücken und er hätte den eindeutig gewonnen, ganz klar. Der war schon gar nicht mehr zu verlieren dann mit der gedrückten Pik 10. Und aber nun, er wollte es halt mit Gewalt reißen. Nun steht er tatsächlich mit dem Rücken an der Wand. Er möchte hier unbedingt noch den Tischsieg nach Hause bringen und ist schon gezwungen, 18 zu sagen. Er findet vernünftig mit zwei Zähnen, aber diese beiden vernünftigen Zähnen machen noch lange kein vernünftiges Blatt für ihn. Ja, nun gibt es viele Möglichkeiten. Erstmal die Überlegung, was ist zu spielen. Es bietet sich ein Kreuz an. Die zweite Überlegung. Was drücke ich? Was wird gedrückt? Ich würde drücken Herz 10 und Herz König und tatsächlich mit Trumpf 8 kommen, Kreuz 8. Er hat natürlich Pech, dass der Michael 5-mal Trumpf dagegen hat. Das sieht er jetzt aber nicht, Bernd. Schaut nochmal kurz rüber, als könnte er durch die Karten durchschauen. Tja, was drückt denn? Die Frage scheint sich ihm auch zu stellen, sehr nachhaltig. Aber mit dieser Haltung hat er seine schlechte Karte schon eindeutig angezeigt. Und nun versucht er das Spiel auf einer Falle aufzubauen, glaube ich. Drückt die beiden Zähnen, Pik und Herz 10, und hofft, dass seine Gegner versuchen, die mit Gewalt zu bekommen. Ja, und Herz Ass so auf die Dove stechen zu können. Also einen Gegner dazu zu bewegen, dass der schneidet oder zu schneiden versucht und dann das Herz Ass einzustechen. Und hier versucht das auch gleich. Bringt Herz König. Nur hat er das Pech noch dazu, dass Günther gar keine Veranlassung hat, hier drunter zu bleiben. Er nimmt gleich mit und spielt Herz hinterher. Wenn der Bernd die 10 hat, naja, ist in Ordnung. Und ich denke, Bernd wird sich auch gedacht haben, ich werde nicht viele Punkte aus dem Spiel holen, also drücke ich so viel wie möglich in den Skat rein. Denn so sind es nur noch 41, die er braucht. Aber auch diese 41, glaube ich, werden schwer werden für ihn. Durchaus. Die Gegner haben jetzt schon 39. Michael hat zwar Schwierigkeiten, das Spiel zu eröffnen, zweimal Karo, zweimal Pik, muss sich für eine entscheiden. Und es hat auch noch das Glück, das Ass bei seinem Mitspieler zu treffen und sagt, schmeiß hin. Du kannst dir nicht mehr gewinnen. Wir haben schon 53. Meine beiden Buben gehen nach Hause. Du bist chancenlos. Und ist natürlich für ihn klasse. 922 Punkte schon eingebracht. Bernd fällt noch weiter in der Liste. Also er hat diesen Tisch Michael, jetzt kommt schon 40 dazu. Sicher gewonnen. Auch nicht da. Ich hab's wohl schon gesehen. Jetzt ist es offiziell. 66 Punkte für die Gegner. Man kann sagen, der verlorene Grand Hand hat Bernd das Genick gebrochen. Ja. Da hat er die Liste selbst verloren. Und übles Schimpfen von seiner Seite. Aber er kann nur auf sich selbst schimpfen. Nee, das war ja mein Skat. Sei es wie dem sei, das letzte Spiel wird in jedem Fall gespielt. Es sei denn, sie passen alle drei. Dann natürlich nicht. Denn nach Turnierregeln wird kein Ramsch gespielt. Schauen wir mal, was passiert. Das letzte einpassen? Ich habe eigentlich 18. Ja, Michael sagt gerade, sollen wir das letzte Spiel einpassen? Will er nicht. Nein, braucht er auch nicht. Und hier zeigt sich seine Spielfreudigkeit. Nein. Er will einfach noch die magische 1000 erreichen, die man so unter Skatspielern als Schnitt ansetzt. 1000 sollte man schon haben, um überhaupt in irgendeiner Serie mitspielen zu können. Was ist denn das beste Ergebnis, das dir schon begegnet ist in Turnieren? 2400 irgendwas, aber das ist dann schon eine absolute super Glücksrunde. Und er macht jetzt zum Trumpf die 5 Karten Herz. Und behält sich Karo Ass 10, Dame und 8 in der Beikarte. Und egal wie dieses Spiel ausgeht, er kann es auch verlieren. Aber das nimmt ihm diesen Tischsieg nicht mehr. Im schlimmsten Fall würde er mit einem Spiel 2 verlorene 4-mal Herz 40 90 Punkte verlieren. Und Bernd könnte 40 Punkte gewinnen. Das heißt, der Unterschied wären 130. Aber da Michael mit 300 und knapp 30 Punkten führt, kann ihm da wirklich überhaupt nichts mehr passieren.
das spielt sich dann natürlich besonders angenehm, ne? Ja, sehr ruhig, sehr entspannt. Und nun, er weiß jetzt theoretisch auch schon, wenn Karo König nicht zu dritt steht, habe ich hier Rest. Und Günther zögert immer noch, sieht noch eine kleine Chance, wenn wir vielleicht doch noch Kreuz Ass und Kreuz 10 kriegen, haben wir dieses Spiel gewonnen. Und er überlegt, während Michael wahrscheinlich im Geiste schon mal die Fahrpläne von Meiß nach Berlin durchgeht, um seine Fahrkarte fürs nächste Wochenende zu buchen. Und nun sieht das, Karo Ass nimmt er für den Karo König, spielt Kreuz Boom, holt den letzten Trumpf. Und so wie ich ihn einschätze, legt er die Karten hin und sagt Rest. Rest. Wie gelegt. Wunderbar. Letztes Spiel haben wir gerade gesagt, hochverdient an diesen spielfreudigen Michael. Und da war es noch. Jetzt habe ich über 1000, sagt er. Und genau sind es 1102. Alle Skatspieler oder sehr viele Skatspieler wissen, wenn man so ein blödes, doofes Spiel verliert, wo nicht nötig ist, dass oftmals dann die Hand wechselt. Leider hat die Hand nicht zu mir dann gewechselt, sondern zu unserem Jüngsten am Tisch, dem ich also bei dieser Gelegenheit meine besten Glückwünsche übermitteln will. Er hat es verdient, es ist der Jüngste gewesen, er soll sich mal an den ausgepufften Profis im Finale die Ohren abstoßen. Finale ist oberaffengeil, gut bei Game Duel, spannend und ich gönne es den Leuten, die im Finale sein werden. Abschließend möchte ich meinen Freund Kabum, Leo und die Krischer aus Neuhofen herzlich grüßen. Es hat leider nicht geklappt. Wenn du in der Situation bist, würde ich einfach mal so sagen, zählt dann, wenn nur noch 5, 6 Spiele zu spielen sind, zählt dann jeder Punkt. Und deswegen der Gedanke mit dem Blatt ranhalten. Also wenn ich den gewonnen hätte, hätte ich hundertprozentig noch ein Spiel bekommen und das Ding wäre gelaufen. Aber das Blatt kann sich wenden und das hat sich ganz besonders in der zweiten Runde dann gewendet. Der Wendepunkt war, glaube ich, das Krank Hand, das er verloren hatte mit 60. Und ab da, da habe ich dann auch noch ein paar Spiele gemacht und er hat dann noch eins. Bei ihm lief es dann auch nicht mehr. Also optimal gewesen. Vor diesem jungen Mann, glaube ich, werden sich die Finalisten im Skat Masters in Acht nehmen müssen, Wolfgang. Oh, sicher, ich würde gern mit ihm spielen. Wir werden ihm jedenfalls zuschauen können. Am nächsten Wochenende findet das Skat Masters Finale in Berlin statt. Sie sehen es dann hier im DSF im Januar. Das war's für uns, Wolfgang, herzlichen Dank. Ich bin Andreas Heinzgen, machen Sie es gut. Schöne Weihnachten. Das waren die Skat Masters, präsentiert von GameDuell.de. Echte Gegner, echte Gewinne.